Da sind wir wieder zurück bei Amnesia. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich dieses Spiel anfangen darf. Ja, das war meine Welt, wo ich war. Ich denke, jetzt ist das 4.6. 6.4. Ich glaube, das müsste hinkommen. Ja, genau. Wir waren da, wo Iki immer wieder von anderen Weibern umgeben ist. Ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel. Also für mich ist es tatsächlich kein Spiel. Ich habe mich mittlerweile... Mittlerweile ist es für mich so ein interaktives Buch geworden, wirklich. Was so eine Visual Novel ja auch sein soll. Ich finde es einfach total spannend. Ich bin diesem Spiel total verfallen. Ich übersetze manchmal 6-7 Stunden am Tag. Ohne Witz. Und bin einfach total geflasht. Also falls hier irgendwelche Quietschanfälle passieren oder so, es tut mir leid. Ich kann einfach nicht anders. Hey Iki, willst du mit deiner, oder planst du mit deiner Freundin nach Hause zu gehen? Da waren wir jetzt stehen geblieben. Ich hasse diese Weiber übrigens. Betzen? Nicht wirklich. Otsukaresama. Mata ne. Savannah, gute Arbeit heute. Wir sehen uns später. Ha? Nani sore? Sakki issho ni kaeru tte itte nakattakke? Ha? Was ist mit ihm? Er war derjenige, der dich vor ein paar Minuten gefragt hat, ob du mit ihm nach Hause gehen willst. Doshio. Doshiro tte no? Ne, do suru? Was geht hier vor sich? Was wirst du sagen, Savannah? Wir spielen sein Spielchen natürlich mit. Mukatsuku. Nan de sono taozei no onnanoko tachi ni jamamono atsukai sarenakya ikenai nda? Ah, das ist frustrierend. Warum musst du dich von dieser Gruppe Mädchen wie die Pest behandeln lassen? Sore ni kanojo no kimi o hottarakashite. Nani kangaeten daro aitsu? Und was denkt er sich, dich, deine, seine Freundin zur Seite zu stellen für diese anderen Mädchen? Ja, kiyotsukete kaette ne. Pass auf, während du nach Hause gehst. Ich pass auf mich auf. Ne, Iki, watashi to issho ni kaette yo. Eki made de ii kara. Hey, Iki, kannst du mich nach Hause bringen? Nur bis zur Station ist genug. Ii yo. Demo tochuu made ne. In Ordnung, aber nur bis zur Station. Ja, schau mich noch einmal an. Ich weiß, was du mir sagen willst. Itchatta. Honki de issho ni kaeranai tsumori datta no? Aitsu. Sie sind gegangen. Hat er nie gewollt, dass sie zwei zusammen nach Hause geht? Nicht ganz, Orion. Ich glaube, da kommst du jetzt noch nicht so ganz hinter, was er vorhatte. Kado magatta toko de mattete tte itteta yo ne? Er hat dir gesagt, du sollst an dem gewöhnlichen Ort um die Ecke warten, richtig? Tick, 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 tick. Ha! Kling. Jetzt hat er es auch verstanden. Moshi koyatte onnanoko tachi ni hikitomerareru no ga nichijoudekina koto datta to shitara sa. Vielleicht wird er jedes Mal von diesen Mädchen umschwärmt. Issho ni kaeru tame ni betsu no masho de machihawase o suru no ga itsumo no koudou datta no kamoshirenai. Vielleicht ist es normal für euch, euch an einem anderen Ort zu treffen und dann zusammen nach Hause zu gehen. Demo, nande kanojo no kimi ga soko made ki o tsukau hitsuyou ga aru n daro? Ich wundere mich, warum du so weit gehen musst und herumschleichen musst. Du bist seine Freundin. Ano onnanoko tachi no hou ga enryu suru no ga futsuu de sho? Sollten diese Mädchen nicht für dich zur Seite treten? Teiuka sore izen ni Iki no yatsu ga hakkiri kotowareba ii dake nano ni sa. Und es sollte gar nicht zu sowas kommen. Iki sollte ihnen das deutlich verbieten. Ma, okottete mo shikata nai ne. Toriaizu machihawase basho o sagasokka. Naja, es macht keinen Sinn, wütend zu werden. Lass uns herumgehen und diesen gewöhnlichen Treffpunkt-Dingens suchen. Kado magatta toko de tte itte ta kedo. Doko no kado desu ka ne? Er hat gesagt, es ist um die Ecke. Aber welche Ecke? Iki und ich haben definitiv ein Zeitproblem. Das ist schon wieder eine halbe Stunde rum.
Na, du kriegst einen Anruf von ihm. Moshi, boku da kedo, doko ni iru no? Boku wa itsumo no tokoro ni iru da kedo. Hallo, ich bin's. Wo bist du? Ich bin an unserem Treffpunkt. Moshikashite, doko ka de mata taoretari shite nai? Sag mir nicht, du bist schon wieder irgendwo zusammengebrochen. Ah, hen ni omotteru yo ne? Utagatteru yo ne? Oh, er denkt, das ist merkwürdig. Er denkt, das ist merkwürdig. Er ist verdächtig. Es hilft nichts. Du musst dir eine Entschuldigung einfallen lassen. Nee, ich sage einfach mal die Wahrheit und sage einfach mal, ich bin ein bisschen verloren gegangen. Was? Du hast dich verlaufen? Wie? Wo bist du hingegangen? Wie auch immer. Ich komme, um dich zu holen. Beweg dich keinen Meter und leg nicht eher auf. Wo bist du genau? Was kannst du in der Nähe von dir sehen? Dass er an der Stelle noch nicht misstrauisch wird, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich meine, hallo? Ich verlaufe mich in einer Stadt, die ich eigentlich kennen sollte. Hört sich an, als würde er kommen, um dich zu finden. Also sind wir sicher für heute. Ja, nur für heute. Aber was machen wir morgen? Ich bin mir sicher, er wird dir morgen wieder sagen, an dem gewöhnlichen Ort zu warten. Oh, ich weiß. Morgen, wenn die Arbeit vorbei ist, sollten wir Ikki folgen. Wir sollten in der Lage sein, den Treffpunkt so zu finden. Wir hätten das heute schon tun sollen. Ja, das wäre vielleicht einfacher gewesen. Ah, ,本当に疲れた。君もお疲れ様だったね. Ich bin wirklich müde. Du bist bestimmt auch müde. Aber am Ende waren wir nicht in der Lage herauszufinden, was für eine Art von Person Ikki ist. Er ist wirklich nett, wenn du mit ihm alleine bist und es scheint, als würde jeder sagen, du bist seine Freundin. Aber warum sind ihm diese anderen Mädchen wichtiger als du? Gestern hat er dich auch warten lassen, als wäre es normal und hat mit diesen anderen Mädchen herumgeflirtet. Und vorhin hat er auch gesagt, dass er von anderen Mädchen auch gemocht werden will, richtig? Bevor du deine Erinnerungen verloren hast, du musst gedacht haben, dass es okay ist, dass er so flirtet, solange du seine Favoritin bist. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Was auch immer. Wir sollten uns auf die Arbeit konzentrieren, anstatt auf diesen mysteriösen Mann. Ich frage mich, ob du morgen auch arbeiten musst. Wenn ich mich richtig erinnere, war da ein Planer auf dem Schreibtisch. Ist da irgendwas reingeschrieben? Lass uns mal nachsehen. Alle? そういえば今日の仕事に日報を書くなんて作業なかったね。昨日のメール何だったんだろう? Das erinnert mich daran, es war heute nicht nötig, einen täglichen Bericht auf der Arbeit zu schreiben. Ich wundere mich, was diese Nachricht gestern zu bedeuten hatte. Die gibt mir auch noch Rätsel auf. Irgendwie fühlt sich das so an, als würde ich Ikki ausspionieren, warum auch immer. いやいや、そんなことよりシフトだよ、シフト. Nun, das Wichtigste ist jetzt herauszufinden, wann deine Schichten sind. Lass mal sehen, dein Zeitplan für August ist... Was? Du arbeitest fast jeden Tag? Wie viele Stunden hast du da eingeschrieben? Du wirst keine Zeit haben, um auf Dates mit deinem Freund zu gehen, mit einem Zeitplan wie diesem. Ah,いいのか。彼氏も同じバイトしてるんだもんね。Nun, ich denke, das ist in Ordnung. Ihr arbeitet immerhin an der gleichen Stelle.
まさか記憶をなくす前の君はあいつと一緒にいたくてあのお店でバイトしてたのかな。Ich frage mich, bevor du deine Erinnerung verloren hast, hast du dich entschieden, dort zu arbeiten, um mit ihm zusammen zu sein? Durchaus möglich. Wenn ich mir dann allerdings vorstelle, dass ich ihn den ganzen Tag dabei zugucken muss, wie er andere Weiber anbaggert, ist das doch der reinste Selbstmord. Na, toriaizu ikka. Ashita no baito wa kyou ijou ni ganbaranai to ikenai shi ne. Nun, ich denke, das ist in Ordnung. Du wirst dein Bestes geben, um morgen besser auf der Arbeit zu sein, als du es heute warst. それにバイトしてたらまた今日みたいに突然記憶が戻ってくるかもしれないもん。Und wenn du weiterarbeitest, bekommst du vielleicht Erinnerungen zurück, so wie heute. 大丈夫、きっとなんとかなるよ。それじゃあまた明日ね。Es ist in Ordnung, es wird alles gut gehen. Wie auch immer, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen, mein kleiner Orion-Keks. Mein kleiner Oreo-Keks. Mein kleiner süßer Knuddel-Keks. Wir sehen uns beim 3. August. Und wenn ich mir vorstelle, dass das wirklich den ganzen August übergeht, ja, wir haben noch eine ganze Zeit vor uns. Guten Morgen, du musst heute auch wieder zur Arbeit. Und das ist natürlich ein total toller Weckruf. Ich möchte morgens, wenn ich meine Augen aufmache, auch gleich daran erinnert werden, dass ich arbeiten muss. Natürlich. Du solltest vorsichtig sein und dich daran erinnern, was gestern passiert ist, damit du nicht wieder vom Manager angeschrien wirst. Ich frage mich, ob Iki und Shin heute da sein werden. Obwohl Shin sehr kritisch war, hat er dir ein wenig geholfen und es ist schön, Leute zu haben, mit denen du dort vertraut bist. So, erinnerst du dich an den Weg ins Café? Ich bin nicht so zuversichtlich. Er hat ein furchtbares Gedächtnis. Wir sind aus der Tür raus, das ist ein Anfang. Wir sind die Straße runter. Mal sehen, hiernach kam... Wir sind nämlich da drüber gegangen, weil ansonsten Iki hat uns ja, meinte ja noch, normalerweise würde ich vor den Zug langlaufen, aber das ging ja nicht, also... uns dabei hatte. Also müssen wir über die Bahngleise rüber. Wir sind ja selber nicht Bahn gefahren. Oh, da ist es, Gott sei Dank. Wir haben es ohne Probleme geschafft. Du kannst dich wirklich gut erinnern, ja? Oder du hast eine wirklich gute Erinnerung. Hey, sieht aus, als wäre Shin heute auch hier. Aber ich sehe Iki nicht. Ich denke, der Einzige, der übrig ist, ist der Manager. Du da! Gott, dieser Militärtyp wieder. Warum stehst du hier nur rum? Du solltest mir sofort berichten. 少しは骨のあるやつだと思っていたが、昨日からの失態は目に余るぞ。Ich dachte, du wärst ein anständiger Arbeiter, aber die Fehler, die du seit gestern gemacht hast, sind unverzeihlich. 寝ぼけているようなら、基礎トレーニングを一からやり直させるからだ。Wenn du aussiehst, als wärst du immer noch im Halbschlaf, muss ich dich wohl wieder zum Basistraining bringen. それが嫌なら、さっさと着替えて整列しよう。Wenn du das nicht willst, schlage ich vor, du ziehst dich sofort um. Ja, und stell dich an, was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, ob das noch irgendeine andere Bedeutung hat. Wenn ja, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht. Es ergibt für mich in dem Moment, in dem Satz keinen Sinn. Vielleicht kann mir das einer erklären. Er wurde wütend in der Minute, in der wir ankamen. Was ist Basistraining? Was für eine Art von Training solltest du in einem Maid-Café machen? Oder ausrichten oder verrichten? Oi. あんまり店長を怒らせるな。こっちも迷惑なんだよ。Hey, mach den Manager nicht zu wütend. Das bedeutet auch Schwierigkeiten für mich. わかんないことがあったら、店長に見つかる前に俺に聞けよ。Wenn da irgendwas ist, was du nicht weißt, frag mich, bevor der Manager es herausfindet. シンにまで怒られた。
Selbst Chin ist wütend auf uns. Edo, nanika attara aitsu ni kiite miyou ka. Tenchou ni okorareru yori ii shi ne. Aber es hört sich an, als könnten wir ihn fragen, wenn wir Probleme haben. Das ist besser, als den Manager wütend zu machen. Und wir kriegen den Tag sogar relativ gut rum. Shokun, gokurou datta. Mou agatte ii zo. Ihr alle, gute Arbeit. Ihr könnt jetzt gehen. Kisama. Savannah? Das klingt wirklich fast so, als würde er meinen Namen aussprechen. Er tut's aber nicht. 何があったか聞くつもりはない。貴様にも集中力の下がる日はあるだろう。Ich werde nicht fragen, was passiert ist. Ich bin mir sicher, du hast Tage, an denen du dich nicht konzentrieren kannst. だが、仕事に支障を持ち込むな。仲間たちの連携にも響く。Wie auch immer, bring deine persönlichen Gefühle nicht mit zur Arbeit. Es wirkt sich auch auf die Zusammenarbeit mit deinen Kollegen aus. 昨日に比べれば、いささかマシだったがな。明日はさらに気を引き締めていけよ。Du warst viel besser verglichen mit gestern. Fokussiere dich morgen ein wenig, noch ein wenig mehr auf deine Ziele. Ja, Sir. Der Kerl kommt vom Militär. Da muss das ein bisschen zackig kommen. Ja, Sir. Das hast du aber ein bisschen hart gesagt. Das ist der Geist. Ich habe hohe Erwartungen an morgen. Es ist vorbei. Ich weiß, der Manager hat es vorhin schon gesagt, aber heute ging die Arbeit deutlich einfacher als gestern. Auf diese Arbeit wirst du bald wieder gut in deinem Job sein. Ich hoffe nur, das hilft auch, deine verlorenen Erinnerungen zurückzubringen. まあ、元の日常を取り戻していけば、きっと昨日みたいに突然記憶が蘇ってくることもあるよ。Nun, ich bin mir sicher, wenn du dein tägliches Leben weiterlebst, kommen deine Erinnerungen zurück, so wie gestern. とりあえず、できることからコツコツ頑張っていこう。ね。Du solltest fürs Erste tun, was du kannst. In Ordnung? Das mache ich doch schon, mein kleiner Keks. Ich tue, was ich kann. あ、お疲れ様。Hey.あれ、イキ？今日休みじゃなかったっけ？待て、イキ？ Hat er heute nicht frei？ 今日は倒れたりしなかった？気になってきちゃったよ。Bist du heute wieder zusammengebrochen oder sowas? Ich hab mir Sorgen gemacht, darum wollte ich vorbeikommen. カバン貸して、帰ろ。Gib mir deine Tasche, ich bring dich nach Hause. うわぁ、本当にマメな男でびっくりなんだけど。Ich bin überrascht, dass dieser Typ so engagiert ist. Nein, ist schon okay.何？遠慮されるほどのこと？え、was? Warte, ist das wirklich etwas, wegen dem du noch immer schüchtern bist? ねえ、ずっと聞きたかったんだけど、君、何か僕に隠し事してない？ Hey, ich wollte dich das schon vor einer Weile fragen, aber verbirgst du irgendwas von mir? 君、一昨日から本当におかしいよ。何かあったんじゃないの？ Du benimmst dich seltsam, weil du seit vorgestern. Was ist passiert? Ich bin wirklichSo kurz davor, ihm bei diesem Blick einfach alles zu erzählen, wenn ich es könnte. Wenn mich dieses interaktive Buch machen lassen würde, ich würde ihm einfach alles erzählen. Alles. Nanika, komatteru n janai no? Macht dir etwas Schwierigkeiten? Nanika arun nara itte. Hitori de kakae komanai de. Hoka no yatsu janakute, kareshi no boku o tayotte. Wenn es so ist, dann sag's mir. Versuch nicht immer, alles selbst zu schaffen.Und vertrauen niemand anderem. Vertrauen mir. Ich bin dein Freund. Nee, 何があったの? Also, was ist passiert? Und wenn er so guckt, wie kann man so gucken? どんなことがあったら、いつもしっかりしてる君が、こんな風に頼り投げになるの? Was könnte es schaffen, dich von einer unabhängigen Person zu jemand so Hilflosen zu verwandeln? Aruko ka.Lass uns gehen. Kino-san, 迎えに来てって言われて、実はすごく嬉しかったんだ。Gestern, als du mich gefragt hast, ob ich dich abhole, war ich tatsächlich wirklich glücklich. Ich werde auch gerne von dir abgeholt. Ich muss hier jetzt erstmal Schluss machen, denn das, was jetzt als nächstes kommt, möchte ich gerne im Zusammenhang lassen. Wie gesagt, ich weiß es ja, ich habe es ja schon mal gespielt.Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.